Hallo und herzlich willkommen zu Unnützes Wissen Part 14. Heute wird es kein unnützes Wissen geben, aber es heißt trotzdem unnützes Wissen, damit ich ein Video habe, weil ich wieder nicht vorbereitet habe und weil ich keinen Plan habe, über was ich reden soll. Und dies und das und was weiß ich. Und deshalb gibt es halt eine Roomtour. Mach ich da mal so. Also, ja. Hier. Hier ist mein Kleiderschrank. Gewandkasten. Da ist meine Tür. Hier ist mein Aquarium und mein Kasten. Hier ist mein Fenster. Ich muss hier aus dem Blick gehen. Hier ist meine Trinkflasche, mein Fernseher. Ich weiß, der ist nicht sehr groß. Mein Schreibtisch. Dann wären hier noch die Pokémon-Wand. Mein Rocksessel 3000. Meine Palme. Mein Schrank. Und mein Bett. Und Sport. Ich hoffe, das ist alles drauf. Nochmal sagen, Pokémon-Wand. Rocksessel 3000. Mein Bett. Mein Kasten. Und mein Keyboard. Da. Ja, das wäre eigentlich auch schon mit der Zimmertour. Mit der Roomtour. Ich weiß, ich habe ein kleines Zimmer. Dafür könnte ich auch noch meine Spielsammlung schnell sagen, was ich so in meinem Zimmer hier habe. Das ist ein Griff parat. Zum Beispiel wäre das hier mal. Guck mal, schwarze Edition, Platin. Hier, Pokémon Platin, Pokémon Schwarze Edition, Pokémon Y. Nein, davon will kein Let's Play kommen. Grund, keine Ahnung, kein Bock dazu. Und außerdem habe ich schon durchgezockt. Viermal, dreimal, keine Ahnung. Dann wäre das hier noch. Das nachkommen. Soul Calibur 3. Ja, 3. Soul Calibur 3. Der Herr der Ringe, die zwei Türme. Nur ist es. Paris Dark Rally. Street Racing. Gran Turismo 4. Wall E, das ich keine Ahnung wann bekommen habe. Midnight Club 2 und Ice Age 2 jetzt taus. So, weißt du von den Spielen her? Von den Spielen her technisch habe ich sonst eigentlich nichts geredet noch. Also Final Fantasy 10. Hier, Final Fantasy 10 Disc. Ich kann das ja auch noch links zeigen. Final Fantasy 10, Beschreibung dazu auch noch. Und ja. Ich bin noch nicht weit, aber ich freue mich dann auf die Stelle mit dem Chocobos. Ich liebe Chocobos über alles. Mach ich das hier auch wieder weg. Und ja. Eigentlich wäre es das so im Schnelldurchlauf. Wenn ich nicht noch irgendwo ein Spiel finde. Hier kann das vielleicht sein. Was ich aber bezweifle. Ja, hier ist nichts drin. Und dann habe ich noch hier ein Pokémon X und Y Lösungsbuch, was ich mir am Mittwoch geholt habe. Weil ich den Pokédex auch endlich mal voll haben will, nachdem ich schon 15 Mal durchgespielt habe. Den Chaos Pokédex habe ich voll, aber es gibt ja keine Ahnung wie viele. Je weiter die Regionen weitergemacht werden, umso schwieriger ist es, den Pokédex voll zu bekommen, weil dann immer neue Pokémon dazukommen. Und der hatte ja auch noch gleich. Das heißt, in Feuerrot und so war es am leichtesten, weil es gerade mal einen Pokédex gab. In Smaragd, Saphir und Rubin war es dann schon etwas schwieriger, weil es dann zu weit Pokédex gab. Und ja, und außerdem muss man auch noch Rayquaza finden, Groudon, Kyogre, Giratina, Dialga, Palkia, SY. Da muss man noch finden Ho-Oh, Lugia, Voltolos, Boreos, Demeteros, Zekrom, Reshiram, Kyurem, was weiß ich alles. Also eigentlich einen ganzen Haufen.
Ja, und Xerneas kann man natürlich auch unter Pokémon Y mit über den GTS, der Global Trading Station. Ich hätte gedacht, das heißt globales Tauschsystem oder so. Das war ein guter Name dafür, aber Global Trading Station. Genau. Ja, also das wär's dann mit unnützes Wissen Part 14. Ich werde mir jetzt noch eine zweite Folge aufnehmen. Ja, nein, doch. Doch, eine zweite Folge auch noch. Also dann.